Auf ihn haben die Fans seit den frühen Morgenstunden gewartet, Daniel Craig. Für die wichtigste Filmpremiere des Jahres ist der James-Bond-Darsteller nach Berlin gekommen. Spectre heißt der aktuelle Streifen, der mit Spannung erwartet wird. Auch Bild ist mit dabei am roten Teppich und will wissen, was war für ihn die größte Herausforderung. Das Wichtigste für mich bei diesem Bond-Film war, alles daran zu feiern und das Größte daraus zu machen. Mit Skyfall hatten wir einen Riesenerfolg. Also wir hatten ein interessantes Problem. Wir mussten das ja irgendwie toppen. Aber Regisseur Sam Mendes hat einen großartigen Job gemacht. Doch der Hauptdarsteller ist nicht allein gekommen. Natürlich ist er in Begleitung von Miss Moneypenny, gespielt von Naomi Harris. Und die verrät ein kleines Geheimnis. Do you get to kiss him? Werden Sie James Bond im Film küssen? Darf Miss Moneypenny jemals James Bond küssen? Nicht wirklich. Ich wünschte es mir sehr, aber leider nicht. Nein. Als Bösewicht darf Christoph Waltz nicht fehlen. Stilecht lässt er sich zur Premiere kutschieren und beweist im Interview seinen ganz eigenen Sinn für Humor. Ein Bond-Bösewicht zu spielen, ist eine, sag ich mal, große und tolle Herausforderung. Wie sind Sie an diese Rolle rangegangen? Was war für Sie wichtig, Franz Oberhauser Leben einzuhauchen? Ich habe das so gemacht wie immer. Ich habe meinen Text gelernt und bin rechtzeitig aufgestanden, dass ich pünktlich am Drehort bin. Ab dem 5. November ist Spectre auch in den deutschen Kinos zu sehen. Doch die wichtigste Antwort ist Daniel Craig an diesem Abend schuldig geblieben. Bleiben Sie Bond oder nicht? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht.